Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten Wölfling, der Kopf hinter dem Ganzen. Und hier dreht sich darum, wie werden wir richtig glücklich, gesund, alt? Was ist die Basis dazu? Und da schauen wir auch immer mal wieder verschiedene Berufsgruppen uns an und welche Learnings und welche Hintergründe das Ganze mit sich bringt. Und heute schauen wir um das Thema Personal Training. Ganzheitlicher oder fachspezifischer Ansatz. Einmal konkreter und genauer an. Und dazu habe ich mit dem Personal Trainer aus Leipzig Daniel Scheibe eingeladen. Grüß dich, Daniel. Hi Carsten, erstmal vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zum Podcast. Ja, mega spannend. Sehr, 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 sehr gern. Ich freue mich jedenfalls, dass wir das Thema erst zum einen mal Personal Training und das wisst ihr vielleicht noch nicht, das ist Daniel sein erster Podcast. Ja, genau. Ich komme mit viel vorne reingesagt hast, die lassen wir mal raus. Vielleicht hört auch gerade jemand Genau. noch unter 18 zu. Daniel, wir haben einige Fragen aus der Community bekommen, die habe ich dir im Vorfeld schon genannt, ne, dass auch die Community ein bisschen ein Abbild bekommt, wie so ein Podcast abläuft. Genau. Die werden wir natürlich auch einbauen. Bevor wir dazu zu sprechen kommen, wie bist du zu dem ganzen Thema Personal Training, Sport und Co. gekommen? Weil ich hatte ja auch entnommen, du bist nicht direkt ins Training, sondern da gab es einen Weg dahin. Wie war der bei dir? Ja, der war eigentlich, ja, also ich wollte eigentlich schon so, wo ich dann, ja, man hat 10. Klasse abgeschlossen, man musste sich entscheiden, was man so macht, wie heutzutage auch. Und dann hatte ich eigentlich schon so, ja, Trainer werden, aber meine Eltern dann so, Kindchen, du brauchst was Sicheres, Trainer ist doch nichts Sicheres, er verdienst doch kein Geld, so wirklich. dann habe ich eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht in Frankfurt an der, oder in Frankfurt an der Nähe von Frankfurt an der Oder und habe dann noch, ja, bin dann noch zur Abendschule gegangen und habe meinen Techniker für Elektrotechnik gemacht. Und da hat man als Hard- und Software-Techniker gearbeitet in einem Stahlwerk quasi und ja, und irgendwann ab gut Geld verdient und etc. und habe nebenbei quasi mich aber immer für Sport interessiert, bin immer zum Training gegangen, habe mich immer auch für alle Themen eigentlich interessiert, so Ernährung, Training, Darmgesundheit, Therapie etc. Da habe ich mich immer für interessiert und aber bin dann irgendwann, wie jeder wahrscheinlich im Training, ja, es gibt ja im Internet so viele Quellen, wo du was lesen kannst und sehen kannst. Das ist ja, was gab es früher nicht, aber heute gibt es das und das ist gut, aber das ist manchmal zu viel Input. Und ich habe dann irgendwann im Training gemerkt, ich habe Schulterschmerzen bekommen, ich konnte manche Übungen gar nicht mehr ausführen, habe auch Hüftprobleme bekommen, Nackenschmerzen auch auf Arbeit gehabt. Ganz dolle. Ich habe auch Neurodermitis, also ich bin auch jemand, der, ich habe das schon als Kind gehabt, und ja, konnte dann gar nicht mehr trainieren. Ich habe eine halbe Stunde Minimum gebraucht, um überhaupt ins Training gehen zu können. Und selbst das hat manchmal dann nicht mehr geholfen und kam dann halt in den Teufelskreis, so wie wahrscheinlich viele Leute da draußen. Bin zum Arzt gegangen, vom Arzt zum Physio. Der Physio hat nur so ein bisschen massiert, sage ich jetzt mal, hat mir sogar vom Training abgeraten, hat gesagt, hör damit auf, das ist schlecht für dich. Und hat immer ein paar Übungen mitgegeben, aber das war alles so nicht zielführend. Dann bin ich extra von Frankfurt-Oder nach Berlin gefahren jede Woche, fährst du so 1,5 Stunden, und bin dann nach Berlin extra gefahren, weil ich mir einen Tipp bekommen habe, dass da ein Physio ist, der mehr Ahnung hat. Dann bin ich dahin gefahren. Das war auch so ein Griff ins Klo dann wieder. weil der hat mich auch nur auf eine Akupressurmatte gelegt und gesagt, ich soll die und die Übung machen. Und da war er auch fertig mit mir, so wirklich so komischerweise und hat eigentlich gar nichts so wirklich geholfen. Und ich habe mich ja dann immer für Kraftsport interessiert und ich war dann in Berlin zu einer Fortbildung beim Daniel Ebert. Und habe den dadurch kennengelernt. Und irgendwann haben mich meine Schmerzen so blockiert. Und dann dachte ich so, na, dann, da war doch der Daniel Ebert. Und dann habe ich mich beim Daniel Ebert gemeldet, hier in Leipzig. Und ja, bin dann in sein Coaching, in sein Personal Training quasi gegangen. Und dann wurden meine Schmerzen quasi immer besser. Ich wurde immer besser im Training. Ich habe auf einmal sehr schnell meine Ziele erreicht und habe dann
noch höhere Ziele mir gesetzt und konnte die dann auch erreichen. Und als ich beim ersten Mal bei Herrn Daniel Ebert war, dachte ich so, boah, der macht Therapie, der macht Therapie, der macht Ernährung, der macht Training und das auf einem hohen Niveau so. Das fand ich schon sehr interessant so, dass er das, also das Prinzip habe ich so noch nicht, also dieses Prinzip so, dass jemand so, ja, so sich in allen Themen so bewegt, hatte ich vorher nicht gesehen. Das hat mich eigentlich schon sehr dann gecatcht. Und dann war ich beim Daniel Ebert länger im, also ja, schon mehrere Jahre im Coaching bei ihm oder im Personal Training und habe viele Erfolge gefeiert, habe auch viel, sehr viel Erfahrung in Sachen Training und anderen Sachen gelernt, weil das Gute ist beim Coaching, du lernst das auch an dir selber und weißt eigentlich, was man für Fehler machen kann. Und irgendwann war ich dann, sind wir mit meiner Freundin in eine Vierraumwohnung gezogen. Und dann haben wir überlegt, so, ja, was machen wir jetzt mit den 2 Räumen? Kinder kriegen ist noch nicht auf der Planung. Gästezimmer, was für Gäste, nur ein Gästezimmer einzurichten, nur weil 3-mal im Jahr da jemand schläft. Und dann haben wir uns überlegt, ja, dann bauen wir in den 2 Räumen unser eigenes Studio auf. Dann haben wir uns Equipment gekauft, alles gekauft, haben wir uns gedacht, ja, dann brauchen wir auch nicht mehr ins Studio fahren, sondern dann kannst du gleich aus dem Bett ins Studio fallen quasi. Dann hast du ein Zeitersparnis und etc. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich auch gemerkt habe, dass ich immer unzufriedener mit meinem Job war. Also ich bin nach der, also mein Job war jetzt nicht hoch. Also ja, aber ich bin gern zur Arbeit gefahren, aber ich bin jedes Mal nach der Arbeit nach Hause gekommen und war total gestresst. So, ich war total, ich weiß nicht, so innere Unruhe. Ich kam nach Hause, ich habe dann war dann sehr unzufrieden. Gab auch dann immer manchmal Streit zu Hause so, aber was nicht Streit war, sondern was mich einfach, weil ich einfach so gestresst war und es mich nicht erfüllt hat. Und dadurch, dass wir das Studio dann zu Hause in meinen 4 Wänden hatten, habe ich dann gedacht, ich sage, jetzt kannst du es auch versuchen, Personal Training zu machen und dann kommen die Leute zu mir. Und dann habe ich, und der Positive war dann auch noch, natürlich, ich habe das nebenberuflich gemacht und ich habe dann quasi von meinem anderen Job ja auch die Mittel dann gehabt, mich dann weiterzubilden und etc., als wenn ich dann gar nichts in der Hand habe. Und habe mich dann quasi, habe ich dann fortgebildet, habe weiter Fortbildungen besucht beim Daniel Ebert und bei anderen Trainern und Therapeuten in Deutschland und habe dann quasi mein Wissen weiter aufgebaut. Und dann habe ich quasi angefangen, als Personal Trainer zu arbeiten bei uns in Frankfurt. Und dann kamen die Kunden zu mir nach Hause und dann habe ich die bei mir zu Hause betreut und trainiert. Genau. Das war anfangs ganz nett. So, war gut, weil du hast keine Ausgaben so wirklich. Du musst keine Miete zahlen für ein Studio oder etc. Und dann war der perfekte Start, auch um quasi. Es ist immer das eine, Fortbildungen zu besuchen und etc., aber Erfahrungen mit Kunden zu haben, ist nochmal was völlig anderes und ist eigentlich das, was dich eigentlich dann weiterbringt als Personal Trainer, mit Menschen und am Menschen zu arbeiten. Und aber irgendwann war das dann so, da kamen die Leute dann zu einem nach Hause und es war dann auch irgendwann nicht mehr schön, ne? Dass die Leute in deine Privatwohnung kommen und das war dann nicht, und du hast dann noch Arbeit, also Personal Training und das war dann noch nicht mehr getrennt so voneinander, ne? Bin dann noch gar, manchmal bist du dann noch gar nicht mehr gern trainieren gegangen, weil du den ganzen Tag in diesem Raum gehangen hast. Und dann wollte ich mich vergrößern, in Frankfurt Oder eigentlich. Und dann kam das Angebot vom Daniel Ebert, der wollte sein Studio fahren. Der wollte auswandern mit seiner Frau. Und hat jemanden gesucht, der sein Studio übernimmt, mit der gleichen Philosophie. Hat auch jemanden gesucht mit derselben Philosophie, um seine Kunden optimal zu betreuen und halt auch ja, über den Tellerrand zu schauen und auch mal nach vielleicht kriegt, dass man noch mal nach rechts und links schaut und nicht ja, muss, ja, wie sagt man jetzt? straight nur eine Meinung fährt. Und ja. Und dann haben wir uns irgendwann gefunden und dann bin ich mit Freunden nach Leipzig gezogen und habe das Studio übernommen von ihm oder neu eröffnet jetzt quasi. Und genau, jetzt stehen wir hier zusammen.
Oder Und sitzen. nehmen einen Podcast zusammen auf. Genau. Ich fasse das mal zusammen. Du bist quasi in deinem Beruf erstmal aufgrund, ne, dass deine Eltern, sicherlich der eine oder andere kennt das, ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe ja Sporttherapie studiert, erst Sportgerätetechnik, habe gemerkt, Mathe ist nicht so meins, habe dann in Sporttherapie gewechselt. Und ich habe dann auch von Erwachsenen oder im Umfeld immer, was willst du denn als Trainer machen oder als Therapeut? Hängst da irgendwo in einem Fitnessstudio rum? Dadurch, dass meine Mama aber schon immer mit Sport zu tun hatte, auch Sportlehrerin ist, wussten sie, okay, da kann man schon auch einen Job fassen und machen. Aber du bist erstmal, ich nenne es mal, als Quereinsteiger zum Personal Training Genau. aus dem eigenen, aus der eigenen Not heraus, aber ich habe ein eigenes Leiden. Zum Beispiel Schulter, Nacken und Co. Bist dann über einen Daniel Ebert, der ist auch schon, ist schon viele Folgen her auch schon mal namentlich gefallen. Der Witz ist, Daniel kenne ich. Wir haben ja hier ein Restaurant in Leipzig 2015, 2016 gehabt. Das war also das erste Paleo-Restaurant. Und da habe ich einen Fermentationsworkshop gegeben. Und da habe ich Daniel kennengelernt. Der hat quasi bei mir den Fermentationsworkshop mitgemacht. Und als er die Location gesucht hat für sein Personal Trainer Studio, gab es sogar mal die Idee, dass wir gemeinsam ein Studio eröffnen, dass ich dann halt dort Coachings Ah, gebe okay. und Marie zum Beispiel wie eine Bar also wie ein kleines Restaurant, dass man das kombiniert. Das hat sich dann wieder voneinander entfernt, aber die Ideen, ja, Leipzig, das hast du vielleicht auch schon gemerkt, ist manchmal ein Dorf. Ja, Ja, bei seiner Eröffnung im Studio hat Marie quasi das Catering gemacht und hat ach, dort cool. die Leute mit beköstigt. Also für diejenigen, die jetzt wissen, wer ist Marie? Marie ist quasi meine Freundin. Ja, und deshalb finde ich das so spannend, dass du das Studio mit der gleichen oder vielleicht sogar einer neuen Philosophie übernommen hast. Und der Weg zum Personal Trainer, das würde mich jetzt interessieren. Wie waren so deine Schritte? Wann hast du entschieden, warte mal, jetzt muss ich meinen Eltern verklickern, ich werde doch Trainer und verdiene mein Geld. Wann war die Entscheidung gefallen, okay, ich kündige zum Beispiel meinen alten Job und starte als Personal Trainer durch? Ja, mit meinen Eltern, das war, ich kann noch mal Mühe weiter vor zurückgehen. Mit meinen Eltern war das so, erstmal wissen die gar nicht, ja, du bist Personal Trainer, aber was da alle, also was du wirklich so machst, dass du eigentlich, dass der Name, dass du eigentlich viel, viel mehr machst als der Kurstrainer, zu dem meine Mom geht, der irgendwas mit dir macht, das weiß meine Mom nicht und das weiß, ich glaube, das weiß sie bis heute nicht, weil das, ja, das ist halt so. Sie Und geht doch davon aus, dass du in Frankfurt oder arbeitest? Oder? nee, Nee. ich weiß, dass ich Leipzig arbeite, aber Also. die kennt doch mein Studio, aber sowas, das, was du so wirklich da, also was für eine Qualität und was für einen Umfang machst, das weiß, ich glaube, da weiß die gar nichts von anzufangen. Aber was auch nicht schlimm ist, das Einzige, was, ich bin ein Personal Trainer, ich bin nebenberuflich selbstständig gewesen. Und ich habe dann erst, ich habe es mit Leidenschaft entschieden, dass ich erstmal nebenberuflich Personal Trainer wäre und dann hast du ja, dann musst du dich auch mit ganzen Themen beschäftigen, Steuern und das ist ja, damit musst du dich halt beschäftigen. Und da habe ich dann, da wollte ich dann auch Hilfe von meinen Eltern haben, aber die, da bin ich nicht auf Zuspruch gekommen, sondern eher auf, willst du denn Trainer werden? Na, da hast du keine Ahnung von und du kannst doch nicht einfach Menschen anfassen und ja, also da bin ich auf sehr viel Konfrontation gestoßen, habe mich dann wahrscheinlich wissen vielleicht wissen meine Eltern deshalb auch nicht so wirklich viel davon, also im Detail, ne, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich frage andere Leute und lass mal meine Eltern machen. Weil ich da eher dann mit negativer Energie rausgehe als mit positiver. Und habe mich dann nebenberuflich selbstständig gemacht und meine Eltern haben das dann halt verfolgt und auch und haben immer gefragt, ja, wie ist es so? Ja, alles gut und irgendwann kam dann, wo der Schritt kam, als ich Daniel sein Studio übernehmen wollte, das war dann erstmal ein großer Schritt. Ich hatte auch persönlich sehr viel, hatte da auch sehr viel, ja, nicht Angst, aber Respekt vor, das dann meinen Eltern zu sagen, weil meine Mom auch sehr emotionaler Mensch ist.
Und wenn ich jetzt noch von Frankfurt oder nach Leipzig ziehe, dann bin ich noch weiter weg von Mama. Ist zwar nicht München, aber für meine Mom ist das ein, für meine Mom kann ich nicht weit genug, nah genug dran wohnen an ihr. Können wir euch andere Söhne vielleicht nachempfinden? Also ich fühle mich da gerade, der Witz ist ja, wir kommen ja aus fast einer Ecke. Ja, ich komme aus Fürstenwalde, Frankfurt-Oder, das ist ein Katzensprung. Für die, die nur Frankfurt-Main kennen, schaut mal auf der Weltkarte, da gibt es noch ein Frankfurt-Oder Genau. Richtung Norden Polen. Genau, oh, ich kenne das mit den, musst du in Chemnitz studieren? Ist schön. Magdeburg wäre schon näher dran. Ja, genau. Ja, und irgendwann habe ich dann, zum Glück hatte ich da auch Freundin immer hinter mir, als Stütze oder immer noch als meine erste Stütze. Und ja, haben wir uns dann abends, wo ich dann haben wir meine Eltern besucht wieder, und dann habe ich das abends gesagt, Mom, ich muss dir mal was sagen. Ich kündige, und ich bin ja zwischenzeitlich, ich habe ja von meinem Hauptjob, wo ich nebenberuflich war, bin ich von den Stunden runtergegangen und habe mehr Stunden im Personal Training gemacht. Das habe ich schon mal von meinen Eltern noch nie erzählt, weil ich da das schon gar nicht sagen wollte. Und dann habe ich es aber gesagt, dass später, dass ich das Studio übernehme und meinen Job kündige. Und da meinte hat meine Mom dann gesagt, oh, und ich dachte, Jenny ist schwanger, also Jenny ist meine Freundin. Ich dachte, ihr wolltet mir jetzt sowas sagen. Ah. Da war sie schon traurig. Und dann, ja, und dann hat es aber, war es erstmal ein Schock so, aber dann hat es, dann war es akzeptiert, und jetzt ist es quasi so, ne? Also das war dann einmal ausgesprochen, und dann war das ein kurzer Schock so für viele. Für meine Oma und so war das eigentlich gar nicht so ein Problem, so wirklich. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ja, bei meiner Mom sind ein paar Tränen geflossen, aber weil es so der Schock so war, und weil ich mir vorstellen kann, dass das auch, wenn man so, ja, wenn man so seinen Job hat und das alles so, naja, wie sagt man, alles so flüssig läuft so, und dann jetzt einfach mal durchschneidest, ist das erstmal ein Schock, aber jetzt ist alles schön, quasi. Ja, also eventuell. Ne, der eine oder andere kennt das vielleicht. Daniel, was bist du für ein Jahrgang? 90. 90, ich bin 87er Jahrgang. Also wir sind wahrscheinlich, naja, sind wir? Doch, wir sind eine Generation, würde ich jetzt einmal sagen. Es kann sein, dass Dabei. einfach ein Generationskonflikt auftritt. Ne? Der eine oder andere hört jetzt zu und sagt, ja, warte mal, das kenne ich von meinen Eltern. Ne? Die sind anders aufgewachsen, haben andere Glaubenssätze, andere Umstände erlebt. Da war der Job, hey, Sicherheit geht vor. Und wir haben vielleicht doch eher den Luxus, ja, ich probiere mich mal aus, ich teste mich durch. Also von daher kann es schon da der ein oder andere Diskussion oder auch die Tränchen geben. Vielleicht für deine Genau. Mama, Daniel, für deine Mama. Was machst du den ganzen Tag? Wenn ich dich jetzt so fragen würde, Daniel, wenn du aufstehst, wie sieht so ein Personal Trainer Dasein aus deiner Sicht mit eigenem Studio? Und du hast ja auch Trainerin, Trainer. Wie sieht das aus? Den Part kannst du deiner Mama dann schicken, dann weißt du ganz genau, ach, das macht Ja, Daniel den genau. ganzen Tag. Der steht gar nicht im Kursraum und macht Aerobic. Also ich stehe eigentlich meistens um 7 Uhr auf. Entweder frühstücke ich gleich oder ich gehe gleich runter zum Training. Das mache ich immer abhängig, wie Kundentermine verteilt sind. Wenn natürlich mittags irgendwo mehr Luft ist, dann gehe ich auch da erst trainieren. Dann verschiebe ich das so ein bisschen. Aber tendenziell stehe ich morgens dann auf, frühstücke erstmal ganz entspannt. Im Sommer meistens auf dem Balkon dann, und genieße nochmal die Ruhe vom Sturm quasi. Oder recherchiere noch ein paar Sachen, und ja. Und dann geht es eigentlich für mich schon ins Personal Training rein. Und es kommt meistens der erste Kunde, dann kommt der zweite, dann kommt der dritte. Und meistens dann mittags habe ich dann so eine Stunde frei. Oder beziehungsweise, wir haben ja ein Studio, ne? Also wir haben ja nicht zwei nebeneinander, oder und wenn meine Trainerin dann quasi ihre Kunden hat oder welche von mir übernimmt, wo ich sage, ich übernehme den mal, dann tue ich mich eigentlich mehr dann auch ums Business kümmern. Und das ist was viele Personal Trainer dann auch nicht sehen, was ein Learning war von vielen, dass du ja nicht nur du bist ja nicht angestellter Personal Trainer, wie meine Trainerin,
sondern du bist Unternehmer, du bist selbstständig und musst auch Kundengewinnung und etc. Sichtbarkeit in Leipzig, zumal ich nicht aus Leipzig komme und hier nicht aufgewachsen bin, was für mich nochmal viel wichtiger ist. Und musste ich mit diesen Sachen alle beschäftigen. Und dann beschäftigt man sich da, versucht man da immer weiterzukommen. Und dann habe ich um 18:15 Uhr kommt dann meistens der letzte Kunde und dann ist meist Schicht im Schacht. Genau. Jetzt hast du gerade von einem Learning gesprochen. Was bist du denn alles als Personal Trainer? Du hast gesagt, okay, du bist natürlich einmal die ausführende Kraft am Menschen, ne, mit all seinen Fragen. Du machst ja auch Ernährung, Darm, also ähnliche Philosophie oder vielleicht so eine gleiche oder vielleicht so eine bessere, wer weiß. Aber was bist du denn noch alles, wenn du jetzt deinen Job mal aufteilen könntest oder würdest? Welche Personen stecken da alles in deinem Personal Trainer? Also dein Personal Trainer, der sich selbstständig macht, steckt auf jeden Fall erstmal ein Unternehmer. Du bist ein Unternehmer durch und durch. Und das ist die ein, also bist eigentlich, wenn du selbstständig bist, eine gespaltene Persönlichkeit vielleicht auch ein bisschen. Weil du auf der einen Seite dein Hobby machst oder dein Traum so, ich bin Personal Trainer und ich helfe Menschen auf vielen Ebenen. Und auf der anderen Seite bist du aber auch Unternehmer und musst dich dann mit Steuern und auseinandersetzen, musst dich mit Akquise auseinandersetzen, mit Neukundengewinnung, mit Sichtbarkeit. Wie kann ich mein, du hast ja ein Unternehmen dann eigentlich, du hast ja ein Unternehmen, hast ein Gewerbe und wie kommst du mit deinem Gewerbe auch weiter, sodass du dich quasi entwickelst und dahin kommst, wo du hinkommen willst, ne? Und auch abgesichert bist, also ob das Unternehmen dann so groß wird, dass du auch abgesichert bist, etc. und nicht, ja, keine Ahnung, morgen fliege ich in Urlaub und mir beißt ein Haifisch den Arm ab und dann, ja. Dann weiß ich nicht, ja, jetzt kann ich eigentlich meinen Job gar nicht mehr so richtig ausführen, vielleicht, und habe aber gar nichts in der Hinterhand, so, und deshalb, das sind so eigentlich so, ja, eigentlich so zwei Personen ist man dann, und man muss dann schauen, in welche Richtung man sich entwickelt. Gibt man das alles dann ab, quasi, und hat dann mehr Zeit, um sich für Personal Training und andere Sachen zu kümmern? Gibt man das erstmal nicht ab und macht beides gleichzeitig, je nachdem, wie die Prioritäten sind. Wenn du keine Kunden hast, kannst du auch keinen Menschen helfen. Also hast du viel zu mehr Zeit wahrscheinlich und musst dich dann halt auch mehr, hast halt weniger Personal Training im Fokus, sondern mehr Kundengewinnung im Fokus. Oder du hast halt Trainer, die das dann abnehmen und du dich mehr ums Business kümmerst. Das sind dann so Sachen, die sich dann im Verlauf bilden, würde ich sagen. Wenn ich jetzt nicht an Mann. der Frage Nee, vorbeigequatscht nee, alles gut. Du hast ja gesagt, ein bisschen, darauf habe. wollte ich hinaus, weil ich glaube, viele sehen dann erstmal, und das ist bitte nicht mit Naivität zu verwechseln, dass ich mache jetzt mein Hobby zum Beruf, ich bin jetzt Trainer, Trainerin. Ob es im Kursbereich ist, ob das jetzt auf der Fläche ist oder komplett mit einem eigenen Studio oder du tourst vielleicht durch die Gegend und besuchst deine Kunden, Kundinnen. Die Sache ist, du hast es mit gespaltener Persönlichkeit. Dann bist du nur im Tun, hast lauter Kunden und merkst, warte mal, irgendwie, da kommt vielleicht ein Finanzamt, da musst du Rechnungen schreiben, da musst du vielleicht mal das Studio sauber machen, musst vielleicht Equipment recherchieren oder eine Fortbildung und auf einmal merkst du, warte mal, boah, der Tag ist ganz schön. Toll. Mal Hand aufs Herz, Daniel. Gibt es eine Sache, wo du sagst, Alter, darauf habe ich gar keinen Bock? Gehört aber zu deinem Job. Jetzt sag nicht Kunden besprechen. Was? Sag nicht Kunden. ja, also da meine Freundin noch meine Steuern macht, habe ich immer auf das Thema Steuern so, boah, das nervt mich dann manchmal, meist, das ist so ein Thema so, aber so, ich glaube, ja, sichtbar zu werden oder dieses Thema Akquise zu machen oder wie. Das ging mir anfangs sehr auf die Nerven, dieses Thema Beiträge schreiben für Social Media und du musst dich quasi so neu erfinden und denkst eigentlich als Personal Trainer anfangs, ich will doch nur ein Personal Training machen, so.
Aber ich muss jetzt hier Beiträge schreiben, muss kreativ werden, muss schauen, wie finde ich neue Wege. Ist ja auch von Stadt zu Stadt auch unterschiedlich, wo man ist. Was sind jetzt Wege, um neue Kunden zu gewinnen und sich da halt ja, da die besten Wege zu finden und sich da halt, ja, sein Business aufzubauen. Das hat anfangs mich total genervt, sage ich jetzt einfach mal, mir dafür Zeit zu nehmen und oh, und ich habe auch gemerkt, dass das nicht nur Personal Trainer so geht. Ich habe auch gemerkt, dass das anderen Unternehmern aus anderen Branchen auch so geht. Dass die dann sagen, ich hab keine Zeit, um Daniel, du schreibst ja coole Beiträge, ich habe gar keine Zeit dafür, ne? Das ist dein Job, ne? Das ist dein Job. Dafür hast du dich auch selbstständig gemacht, ne? Es gibt auch Leute, die sind wahrscheinlich mit einem Angestelltenberuf tausendmal glücklicher als selbstständig zu sein und umgedreht. Weil du jetzt einen Angestellter halt, ja, die Schranke fährt runter am Ende des Tages und fertig. Aber du als Selbstständiger, musst eigentlich immer einen Schritt voraus sein. Das sind Sachen, die mich anfangs sehr blockiert haben und jetzt eigentlich gar nicht mehr so blockieren, was mir sogar Spaß macht. Weil ich sehe, dass alles immer weiter vorwärts geht und man nicht stehen bleibt, weil wenn du keine Kunden bekommst oder etc. oder dass am Ende deine Rechnungen nicht bezahlen kannst fürs Studio, dann macht es auch keinen Spaß. Dann macht es im Gegenteil, dann macht's, dann hast du nicht, der dann hast du sogar Ängste oder etc. und weißt gar nicht, was nächsten Tag so ist. Und ich glaube, das ist noch mal viel, viel schlimmer dann. Ja. Was sind so für dich drei Vorteile in der Selbstständigkeit? Weil es gibt ja auch da viele, die sagen, hey, selbstständig sein ist mein Traum. Ich bin ja ein transparenter Mensch. Ich habe auch in Leipzig, ich habe verschiedene Modelle probiert. Aktuell bin ich wieder in einem Angestelltenverhältnis. Das wissen, glaube ich, gar nicht so viele. Ich bin quasi als Dozent und Referent bei der Health and Fitness Academy und als Social Media Dude dort angestellt. Auch 20 Stunden, bin quasi remote. Und der Rest ist alles Coaching. Und das ist alles, also alle anderen Projekte. Und ich war aber auch komplett selbstständig, war auch im Personal Training Bereich in Chemnitz damals, gerade zum Studium unterwegs, war auch mal Vollzeit angestellt. Also ich versuche da verschiedene Modelle und aktuell genieße ich tatsächlich das Modell, weil ich sehr viele Freiheiten habe, weil wir sind ein kleines Team bei der HFA und da geht es wirklich um persönliches Wachstum und nicht, hey, wir wollen das Unternehmen, wollen wir natürlich voranbringen, unsere Fortbildungen anbieten. Aber nichtsdestotrotz, nur dass die einen an sich manchmal fragen, warte mal, ich bin aktuell 2023, 9.2., nicht komplett selbstständig. Das ist vielleicht für den einen oder anderen neu. War vielleicht für dich auch neu. Kann auch sein. Ja, ist auch nicht schlimm, ist gar nicht schlimm, noch angestellt zu sein nebenbei, weil du hast halt ein sicheres Einkommen noch auf der einen Seite, ja, hast du vielleicht mal andere Einflüsse noch, die dich vielleicht auch in deiner Selbstständigkeit weiterbringen, oder bist halt auch, kommst doch mal aus der Bubble vielleicht auch raus. Manchmal ist man so in seiner Bubble gefangen und kommt da gar nicht raus und limitiert sich manchmal vielleicht auch selber, weil man da immer nur drin hockt. Das ist genauso, als wenn ich mache mein Bürokram und wenn ich mich ums Geschäft kümmere, dann mache ich das, habe ich das anfangs in meinem Studio gemacht. Habe ich dann irgendwann gemerkt, nee, dann bin ich den ganzen Tag da, bist du den ganzen Tag im Studio und dann kriegst du irgendwann, dann gehst du doch nicht mehr runter zum Training im Studio, sondern dann blockiert dich das eher. Von daher gehe ich dann immer, mache ich das in eine Wohnung oder woanders, um quasi ja mal rauszukommen aus meiner Bubble und mal nicht den ganzen Tag am selben Raum zu hängen. Was sind aber für dich drei super Vorteile aus deiner Sicht, in die Vollselbstständigkeit zu gehen? Vielleicht, um das den einen doch nochmal schmackhaft zu machen, sagen, hey, doch, das lohnt sich. Ich denke, für Leute, die ihren Tag so gestalten wollen, wie sie das möchten und die auch im Angestelltenverhältnis bist ja manchmal so, du machst das, was der Chef sagt. Und wenn du selbstständig bist, dann machst du das, wie du das sagst. Also dann kannst du die, dann ich, dann gibt's nicht, der eine sagt, dann hast du vielleicht auch
Leute, die dich beraten oder etc. Aber es gibt keinen, der sagt, du gehst jetzt da lang und so wird das gemacht. Nee, ich kann auch nach rechts, ich kann nach links, ich kann nach oben, ich kann nach unten gehen. Und ich kann halt quasi jetzt, das ist der erste Vorteil. Und das zweite ist quasi, dass man meinen Tag halt selbstständig einteilen kann, wie ich was mache. Das sind natürlich auch alles im Gegenschluss auch Nachteile. Weil wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, dann ist dein Tag dann vorgegeben und für viele Leute ist das auch gut so. Für manche Leute, die dann zu viel Freiheiten haben, dann kommt hinten vielleicht auch nichts raus. Und ein Vorteil ist der Selbstständigkeit. Also für mich ist einfach, dass ich auch das machen, ja, eigentlich schon das, was ich machen kann, was ich möchte. Für mich, also aus meiner Branche als Personal Trainer her, weil ich könnte zum Beispiel mir nicht vorstellen, in einem Studio zu arbeiten, so. Also vielleicht auch so wie du, als für 20 Stunden etc., aber ich würde mich da, wollte zum Beispiel nie in einem Studio arbeiten oder etc., weil ich eigentlich am Menschen helfen wollte. Und so wie wir Personal Training machen oder etc., wo willst du da angestellt sein? Also ich wüsste gar nicht, wo ich da angestellt sein sollte, außer du oder ich stellen jetzt Leute ein, aber das ist ja dann auch sehr begrenzt quasi, diese Leute in Deutschland oder etc. Und wenn du dich selbstständig machst, kannst du auch einfach mal das machen, was du möchtest. Ohne, ja, und das auch, ich meine, Personal Trainer ist kein lizenzierter Beruf. Meine Oma kann morgen Personal Trainer werden, was natürlich dann auch wieder ein Vorteil ist, aber auch wieder ein Nachteil. Ja, das ist ja mit den Begrifflichkeiten, ob Coaching, Personal Trainer, ne? Also theoretisch im Schuhladen können die Personen sich auch Personal Trainer oder Coach nennen, weil sie sich in irgendeiner Form berät oder dich fragt, hey, wie fühlen Sie denn den Schuh? Welche Emotionen taucht da auf, wenn Sie den Schuh sehen? Sehen Sie da vielleicht was von Ihrer Mama, Ihrer Papa oder im Vergangenen? Die Begrifflichkeit, dass es nicht gesichert ist. Aber wie hast du für dich entschieden, okay, ich werde jetzt Personal Trainer, ich möchte bestmögliche Qualität liefern? Weil es geht ja auch um, wenn Sie mir die Headline sehen, ganzheitlicher oder fachspezifischer Ansatz. Und ich habe es ähnlich, vielleicht wie du, erstmal breit aufgestellt. Ne? Von Neuroathletik bis hin, ich bin ja ursprünglich Sporttherapeut, habe alle möglichen Assessments und Screenings im Bewegungsbereich gemacht und dann in der Medizintrainingstherapie tätig gewesen in der Reha. Aber was hat dann für dich gesagt, okay, ich möchte bestmögliche Qualität abliefern? Und was war deine Entscheidung? Bist du eher, siehst du dich als ganzheitlicher oder fachspezifischer Trainer? Also mich hat immer an der fachspezifisch, also ich war ja auch in diesem Teufelskreis von Physio etc. und da war ich immer von Fachleuten, aber es gibt auch gute Fachleute, ne? Und ich habe halt immer dann gemerkt, so der Mensch kommt auf dich zu und der hat Schmerzen, der will abnehmen, der hat Stress, der hat dies, der hat das. Und alle Themen, jedes einzelne Thema in sich ist nochmal so multifaktoriell. Also du kannst Schmerzen haben, weil du Stress hast, weil Ernährung nicht stimmt, weil zu wenig trinkst, weil wirklich ein strukturelles Problem ist, weil ja bestimmte Blutwerte nicht stimmen oder etc., kannst du Schmerzen haben und das Gleiche gilt für Abnehmen und etc. Und ich habe dann halt auch überlegt, gehst du noch mal studieren oder machst du dies? Ich habe eine B-Lizenz angefangen, weil das so der Standard war. Ich habe die aber nach so, ich glaube nach ein paar Wochen habe ich die abgebrochen und habe gesagt, ah, das blockiert mich so, was ich da lese und hilft keinem Menschen weiter. Und ich hatte natürlich auch die Inspiration von Daniel Ebert, aber auch von anderen Trainern, mit denen man sich dann so auf die man dann halt trifft, die auch in der Schiene gearbeitet haben und mehrere Themen abgedeckt haben, habe ich mich dann da sehr gefunden gefühlt und inspiriert gefühlt und habe dann quasi, wenn der Kunde mit dem Problem kommt, immer das so gesehen, der Kunde kommt, der hat Schmerzen, ja, der bräuchte jetzt ein Physio, der bräuchte einen Trainer, der braucht einen Ernährungsberater, der braucht
Einer, der sich mit Blutwerte auskennt, vielleicht ein Heilpraktiker, der braucht, ja, Darm, Heilpraktiker, der bräuchte eigentlich so viele Experten manchmal oder manche Leute, um einfach mal nach vorne zu kommen. Und das ist ja eigentlich fast nicht möglich, heute so viele Experten zu haben, weil die reden auch nicht miteinander wahrscheinlich und vielleicht machen die sich auch gegenseitig nieder, dass der Physio sagt, Training ist total Mist. Da Oder kursieren ja ganz viele Sachen, die auch jeder versucht natürlich durch seine Expertise sein Alleinstellungsmerkmal aufrechtzuerhalten. Und das habe ich genau. auch schon. Dieses Interdisziplinäre ist zumindest gut fortgeschritten, finde ich. Also man hat ja auch, du hast wahrscheinlich ein großes Netzwerk inzwischen oder hey, ich kenne da jemanden, den kann ich dir empfehlen. Das ist nicht meine Genau. Fachexpertise. Ähnlich ist ja bei mir auch und auch bei Kollegen und Kolleginnen ist es ähnlich. Einfach dieses Miteinander. Wie erlebst du denn das? Dieses Konkurrenzdenken im Personal Training? Zumindest habe ich das so, sag mal, vor 5, 6 Jahren schon noch deutlicher wahrgenommen. Weil Leipzig ist ja auch recht überschaubar und es ploppen immer mehr neue Personal Trainer hervor, auch mit Spezifizierungen, wo dann so ein bisschen die Ellbogen ausgefahren werden. Wie sind so deine Erfahrungen dazu? Da ich auch neu in Leipzig bin, kenne ich jetzt, also ich habe mich schon mit vielen also mit einigen Personal Trainern getroffen, auch auseinander, auch gequatscht. Ich sehe da eigentlich gar keine Ellbogengesellschaft, weil ich glaube, jeder Personal Trainer, also Personal Training ist ja persönlich und erstmal muss derjenige, der durch die Tür kommt, dem muss auch meine Mentalität gefallen, so wie ich bin, egal erstmal, was ich liefere. Und ich glaube, dass jeder Personal Trainer auch andere, ja, ich sag mal, andere Sachen abdeckt und sag mal, oder sich anders, ja, ich will nicht sagen, anders spezialisiert hat, aber andere Sachen auch abdeckt. Und ich mache es meistens so, oder bei uns ist es meistens so, wir sind ja, haben ja so ein bisschen ein so ganzheitliches Konzept, ein bisschen mehr, weil ganz ganzheitlich geht nicht. Du kannst nicht überall Fachexperte sein. Und wenn dann wirklich mal ich sehe, da komme ich nicht weiter oder das ist ein Ding, das ist ein Problem, da brauche ich jemanden, der sich mit dem Thema wirklich jetzt mal nur auskennt, dann schicke ich den da auch hin. Und dann gebe ich quasi meine Kunden ab, und die gehen da hin und kommen wieder. Oder man arbeitet parallel. So machen wir das im Personal Training, bei uns jedenfalls. Und wenn ich zum Beispiel, ja, zum Beispiel eine Kundin, die guckt, die hat irgendein Augenproblem oder hat Schmerzen im Knie gehabt, und guckt, dann sage ich, guck mal, stell dich mal an die Wand, guck mal auf den Buchstaben und auf einmal sieht die da ein schwarzes Loch, da ein schwarzes Loch, da ein schwarzes Loch. Und dann sage ich so, oh, okay. Ja, da gehst du mal zu Verena, die kennt sich mit Augen aus, voll und ganz, und kann das mal abchecken, bevor wir hier irgendwie weitermachen. Weil man will ja auch nichts schlimmer machen, als es ist. Und man will der Person ja auch weiterhelfen. Und der Person ist nicht geholfen, wenn du dann sagst, jetzt machen wir mal hier irgendwelche Augenübungen, obwohl du da Löcher siehst. Wahrscheinlich dann Ja, schwierig. definitiv. Ist das so ein, du hast vorhin schon so ein Learning erwähnt. Es ist so ein Learning, hey, okay, ich kann nicht alles abdecken. Gerade ich kann nicht ganzheitlich sein. Das ist ein Learning, glaube ich, was dann der Vorteil ist natürlich, wenn du ganzheitlich etwas in die Richtung bist, dass du natürlich viel abdeckst und auch nach rechts und links über den Tellerrand schauen kannst und den Kunden erstmal an allen Baustellen weiterhelfen kannst. Natürlich muss in jedem Thema, was du für dich im Personal Training abdeckst, natürlich auch die Qualität stimmen und das nicht alles jedes Thema Larifari machst. Aber oftmals ist dann, wenn beim ganzheitlichen Denken dann halt gut, dass du quasi über den Tellerrand doch mal schaust und quasi, ach guck mal, du hast jetzt Schmerzen, lass mal die und die Werte checken beim Blut, wir machen mal das und das in Ernährung, wir machen mal dies oder auch halt einfach mal nicht nur diese Denkweise hast, sondern so diese und dann natürlich den Kunden manchmal auch sehr gut weiterhelfen kannst und denen dann
sagst, hast du auch mal dahin geguckt? Manche Kunden im Personal Training, die zum ersten Mal kommen, die wundern sich dann, was ich für blöde Fragen stelle. Zum Keine Ahnung. Beispiel? Wo kriegst du? Wie sieht dein Stuhlgang aus? Ist immer eine Wurst oder ist Dünne Klümpen. Explosion? Das ist dann so eine typische Frage, wo dann erstmal womit die meisten gar nicht so rechnen. Aber wo ich dann schon sehe, wenn was sie sagen, so ist das jetzt, ist dein, hast du jetzt Probleme mit der Verdauung oder nicht? Was häufig bei Frauen dann, tendenziell bei Frauen dann mehr der Fall ist. Und genau. Aber man darf sich bei dieser ganzheitlichen Denkweise auch nicht verlieren. Das ist nämlich immer das ganz Blöde, auch wenn ich jetzt eine Trainerin habe und du die stellst ein und verlangst von der, die muss auch so denken, das ist ganz, ganz doll schwierig, der das, also das musst du so Step by Step machen, weil die, du kannst, ach, der Muskel ist mit das verbunden und die, das und die und die und dann weiß die gar nicht mehr am Ende, wenn der Kunde da ist, wo fange ich denn jetzt an mit dem Kunden, ne? Und das ist dann auch wichtig, da auch wenn man so ein ganzheitlicheres Konzept hat, dass du halt auch jemanden brauchst, der für den Job brennt und der auch Lust hat, das alles zu lernen. Und man muss natürlich trotzdem bei der ganzheitlichen Denkweise auch wissen, was sind seine Steckenpferde, mit was hole ich den Kunden auch ab. Also ich mache jetzt auch Damen und so im Personal Training. Aber ich gehe nicht in die Welt raus und werbe damit, dass ich jetzt deinen Darm wieder schick mache. Damit werbe ich nicht, weil das ist jetzt, das machen wir mit so, aber das ist jetzt nicht das, mit was ich nach herausgehe in die Welt. Und ja, dass trotzdem aber auch die Qualität dann stimmt mit der Ganzheitlichkeit, die du machst und weißt, wo deine Kompetenz ist und dich nicht quasi verlierst, weil jedes Thema Training ist so eine Riesenwolke, also als Thema. Therapie ist wahrscheinlich auch noch riesiger. Darm ist riesig und am Ende hängt dann alles miteinander auch noch zusammen und dann muss man schauen, dass man da nicht den Überblick verliert und auch am Ende des Tages auch noch weiß, wie man den Kunden weiterhilft. Nicht so eine Bubble aufbaut an Fortbildungen und dann am Ende wie sagt man, der Fachidiot bist, der dem Kunden aber gar nicht mehr weiterhelfen kann, weil er eigentlich viel zu, ja, weiß ich nicht. Jetzt, du verlierst dich dann. Ich habe mich damals, also das Studium, sehr auf Bewegungsanalyse spezialisiert. Functional Movement Screen, Functional Movement Assessments, OS-Institut, Rehab-Sachen, dann aus der ganzen Therapie, wie kannst du die Halswirbelsäule analysieren und, und. Und am Ende hast du einen Menschen vor dir und du siehst eigentlich nur noch Baustellen. Du siehst eigentlich nur Genau. noch, okay, das funktioniert nicht, Genau. das funktioniert, das, das, das. Dann, ne, 2023 dürfen wir auch darauf achten, wie wir das kommunizieren. Wenn du erstmal sagst, du bist voll im Arsch und alles kaputt, dann macht das natürlich was mit der Denke dem gegenüber. Genau. Heißt also, was du als Fachidiot oder als Fachkraft dann auch bezeichnest, ist, dass sich viele das Ganze zu verkopfen, zu theoretisieren und dann vergessen, okay, da steht ein Mensch, fang an, fang mit einer Übung an und gucke, wie das ganze Konstrukt mit seinen ganzen Zahnrädern, wenn man es jetzt technisiert mal nutzen würde, wie das ineinander greift. Bei dem einen, der 5 Minuten auf der Stelle macht Seilspringen als Erwärmung und merkt, zack, meine Verdauung ist direkt besser geworden, ich muss erst mal kurz auf die Schüssel. Ohne dass du jetzt da über den Darm sprichst, nur weil die Bewegung die Peristaltik vielleicht angeregt hat. Genau. Das finde ich total spannend und total schön, dass du es erwähnst, weil ich glaube, jeder, der in dem Gesundheitsbubble-Wesen unterwegs ist, wir verlieren uns manchmal im Detail. Genau, richtig. Wir wissen meistens zu viel Theorie und am Ende des Tages kannst du so viel Theorie lernen, du weißt am Ende nur das, was du am Kunden auch machst oder anwendest. Also das ist bei mir auch so, ich kann irgendein Gesundheitsbuch lesen, ich kann es hinten zuschlagen, ich habe alles vergessen. Ich bin auch so ein Praxismensch eigentlich. Nur das, was ich am Kunden dann noch anwende und was Anwendung findet, das kann ich auch, das behalte ich mir dann auch. Und oftmals ist es so, dass man sehr viel liest und dann so und eigentlich die Hälfte wieder so nach hinten abfällt, weil du es gar nicht anwenden kannst.
Oder ist es halt wichtig, ich weiß am Ende des Tages, wenn es dann ein Thema ist, dann weiß ich vielleicht, wo es steht, etc. Und dann gucke ich dann nochmal nach. Aber wenn es mal was Besonderes ist, aber ja. Ja. Es sind noch ein paar Fragen aus der Community offen, die ich dir gerne mal stellen würde. Und zwar das Thema eigenes Studio oder zum Beispiel, also ich bin primär draußen unterwegs mit meinen Grüppchen. Ne, diejenigen, die mich kennen, helfen mir in Genau. Leipzig, mache ich viel draußen Gruppen. Gab es für dich einen Grund, okay, ich will ein Studio? Weil es gibt ja auch Personal Trainer, die fahren dann, weiß ich, 50 Kilometer zum Kunden, lassen sich die Fahrt bezahlen und sind dann zum Beispiel 90 Minuten bei denen in der eigenen Wohnung. Was war für dich Genau. der Grund fürs Studio? Und was hat da vielleicht dagegen gesprochen, draußen oder direkt zum Kunden zu fahren? Ich wollte eigentlich schon immer, denke ich, mein eigenes Studio, weil ich es auch nicht anders kennengelernt habe. Ich kenne, ich habe, ich also, wenn ich ehrlich bin, du bist der Einzige, den ich kenne, der draußen mit Leuten trainiert. Ich kenne gar keinen anderen. Und für mich war halt auch immer wichtig, mein eigenes Studio zu haben, weil ich dort auch die Leute, ich kann die dort behandeln. Ich habe alles dort, um denjenigen, denjenigen zu behandeln. Ich habe alles an einem Fleck. Wenn ich jetzt rausfahre und zu irgendeinem Kunden fahre, dann hat er dies wieder nicht, dann hat er das wieder nicht und dann brauche ich eigentlich einen eventuellen riesen Rucksack. Aber und irgendwann bin ich vielleicht auch bei Training, was draußen ist, limitiert. Und das hat für mich dann immer so gedacht, da wollte ich halt immer mein eigenes Studio haben und ich wollte auch nie zu Kunden irgendwie hinfahren. Ich fand es eher mal besser, wenn die Kunden zu ja, in mein Reich kommen und ich dann in meinem Reich mich um die kümmere, quasi. Und das hat und ja, unwahrscheinlich, weil ich es nicht auch nicht anders kenne. Also weil ich habe das so kennengelernt, ich habe das so geliebt gelernt, sein eigenes Studio zu haben und die Leute kommen da und ich habe alles und kann mit bestmöglicher Qualität die auch abholen und muss quasi nicht meinen Rucksack packen und da, ja. Ja, mit Geht nicht tausend um Sachen. richtig oder falsch oder gut oder schlecht, sondern geht ja auch um, dass vielleicht jemand an dem Punkt steht und sagt, hey, Studio oder vielleicht doch draußen oder hinfahren. Also da findet jeder wahrscheinlich dann seinen eigenen Weg. Genau, ich glaube, man muss als Personal Trainer dann noch wissen, was man, ja, vielleicht auch was man machen möchte, auch als Personal Trainer so und was man auch verkörpern will und was auch zu einem dann passt, so was auch dann zu einem passt. Sage ich jetzt einfach mal, also für mich, ja, ich habe schnell auch festgestellt, so draußen trainen, ja, ich hätte lieber mein eigenes Studio und dann kommt da eine Person und um die kann ich mich bestmöglich kümmern in meinem Studio und habe da alles, als draußen mit der dann etwas zu tun. Das, ja, also was du auch als Trainer machen möchtest, also in Sachen Training, in Sachen Therapie, in Sachen etc., was willst du machen und wie stellst du es dir vor und was passt dann am Ende zu dir? Oder was verkörperst du dann? Und das, ja. Wie gesagt, es gibt hier keinen richtigen Fall, aber wie gesagt, Nee, gar vielleicht hilft das bei jemandem bei der Entscheidung, ob es für Vorteil Studio ist geht, natürlich, was. ein Studio kostet immer Miete, kostet Geld, brauchst Equipment, das sind dann alles Sachen, die wieder da vielleicht Nachteile sind. Auch wieder hebst du dich natürlich auch wieder ab von Trainern, die draußen trainieren. Aber draußen Training bist du an der Natur, bist an der Sonne etc. Brauchst wieder weniger Investment. Es hat alles sein Für und Sich, würde ich halt einfach sagen. Und es gibt, wie du schon sagst, kein richtig oder falsch. Es ist einfach, ja. Was willst du machen als Personal Trainer und wo siehst du dich? Ja. Auch ob du vielleicht Kleingruppen haben möchtest. Ne? Es gibt ja auch diese Genau. Gruppen-Personal-Trainings. Also Personal, dass die Gruppen vielleicht 3 bis 4 gro Mann groß sind und dann du ihr Trainingsplan machen lässt. Also da gibt es ja verschiedenste Modelle, die Genau, richtig. etabliert werden können. Genau, Daniel, richtig. bezüglich, vielleicht macht das auch deine Freundin, weiß ich nicht, aber eine Frage kam, Versicherungen.
Wenn ich mich jetzt als Personal Trainer selbstständig mache oder vielleicht auch eine Teilselbstständigkeit, irgendwie ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Wie sieht es denn da mit Versicherungen aus? Bin jetzt nicht, wir sind keine Versicherungsvertreter, Oh, nicht. aber das, ich habe da übrigens noch was zum Angebot. Nein, sondern hast du da vielleicht eine Basis, wo du sagst, okay, das solltest du vielleicht auf dem Schirm haben, was vielleicht passieren könnte? Du hast ja vorhin gesagt, hey, der Hai beißt dir den Arm ab zum Beispiel. Ja, genau. Also ich bin auch nicht der Versicherungs-Hai-Experte. Wolltest du gerade Heini sagen? Ja, aber ich habe nochmal Naja, zurückgerudert. hätte ich jetzt auch als erstes gedacht, Nicht, du bist dass ich so. immer noch Clips drehe. Ja, dann bin ich der Personal Heini. Ja, nee, meine Freundin macht nur meine Steuern. Als ich mich selbstständig gemacht habe, nebenberuflich, habe ich eigentlich gar keine Versicherung gehabt. Ich hatte gar keine Versicherung, weil ich hatte ja, man ist halt eingestiegen und man denkt halt dann, ja, komme was wolle, man denkt halt nicht nach rechts und links. Jetzt, wo ich mein eigenes Studio habe, hast du natürlich auch eine Inhaltsversicherung, falls der Laden mal abfackelt, dass ich dann trotzdem nicht dastehe, ja, sondern ich ne, dann mir ein Studio wieder, mein Studio wieder neu aufbauen kann, quasi. Und das sofort. Und ich habe auch, oder man einen Rechtsschutz hat, falls mal irgendwas, keine Ahnung, einer stößt sich den Schädel da in deinem Studio an der Hantel und verklagt dich. Ich meine, so einen Kunden hatte ich bis jetzt noch nicht, aber der kann noch kommen, der dann so drauf ist. Ja. Und ich habe auch eine Betriebshaftpflicht, aber das sind so die Sachen, die ich aktuell habe. Aber was davon jetzt für den einen mehr Sinn macht, also wenn du kein Studio hast, sondern draußen dein Training machst, dann brauchst du ja wahrscheinlich keine Inhaltsversicherung. Dann kannst du dir das ja schon mal sparen. Genau. Ich meine, man hat natürlich, wenn derjenige einen Vertrag bei dir abschließt, als Personal Trainer oder etc., dann hat man natürlich seine Sachen, die hinten draufstehen, dass du quasi auch nochmal abgesichert bist. Keine Ahnung, dass wenn der irgendeinen Scheiß macht und irgendwo trainiert, dass der mich dafür nicht verklagen kann, das dann vom Gericht auch wieder gilt, ist natürlich wieder eine andere Frage in Ja. unserem System. Deshalb sind das Aber so. Berufshaftpflicht zum Beispiel war etwas, was ich damals abgeschlossen habe, einfach falls doch mal was sein sollte, Genau. draußen. Dann vielleicht für sich selbst eine eigene Versicherung. Da gibt es inzwischen auch wirklich für Personal Trainer geschnürte Versicherungen, falls dir selbst was passiert. Ich sage, es ist Genau. keine Lebensversicherung, aber da hatte ich damals, ich hatte vom SAPS und Beta, hatte ich damals einen Personal Trainer Ausbildung gemacht, ging über mehrere Monate. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Da hatten wir auch ein Modul nur Versicherungen und Marketing und Co. Und da ging es darum, du wurdest nämlich als Personal Trainer fast gleich hoch eingestuft wie Minentaucher. Okay. Und das war natürlich von Kosten enorm hoch, weil du knickst um, zack, bist du berufsunfähig. Was, ja. Da gibt es inzwischen auch wirklich Anbieter, die sich auf Personal Training spezialisiert haben, dass es halt nicht ganz so preisintensiv ist. Genau. Und ich glaube, ich habe auch noch eine Versicherung. Natürlich muss, wenn du ein Studio aufmachst, es sei denn, du hast den Cash, ist natürlich auch ein Kredit am Laufen. Habe ich noch eine kleine Versicherung, dass wenn ich versterbe, dass nicht meine Mitmenschen die Kosten tragen dafür von dem Kredit. Dass man da, Wie dass heißt die quasi nicht Versicherung? meine Weißt du es? Partner Also, dasteht. weißt du, wie das heißt? Ist das Muss eine ich nochmal rein. Lebensversicherung? Nee. Was? Das ist keine Lebensversicherung. Nee, war was anderes. War was, dass die dann nicht mein Kredit, sind ja Schulden bei der Bank quasi, Ja. dass die das nicht quasi erben, wenn ich jetzt hier sterben würde und da noch was offen ist. Dass das Okay. dann. Müsste ich selber nochmal nachgucken, was das war. Ja, können wir im Nachhinein zur Not schreiben, was in die Shownotes, falls der eine oder nimmt direkt bitte Kontakt auf, dass Genau. letzte Fragen sein sollten. Letzte Frage aus der Community und mit einem kleinen Blick auf die Uhr. Ich glaube, der eine oder andere hat jetzt wirklich einen guten Abblick auf, was einen erwartet und Co. Deine Mama, wenn sie das den
das Interview hört. Erstens, Frau Mama, Frau Scheibe oder Daniels Genau. Mama, Sie können sehr stolz auf Ihren Sohn sein. Ja, er wuppt das, er hat ein tolles Studio und Sie wissen jetzt auch, wann er auflädt um 7. Genau. Wie oft kommst du denn zu deinem eigenen Training noch? Neben so dem ganzen, du hast vorhin gemeint, ey, wenn ich mein Studio, ich bin in der Zeit in dem Raum, und jetzt trainiere ich sogar in dem Raum. Wie hoch ist deine Lust fürs eigene Training und wie oft kommst du persönlich zum Training? Ich würde sagen, als ich das Studio übernommen habe, bin ich in so ein Loch gefallen mit meinem Training, weil ich dann eigentlich gar keine Lust mehr hatte auf Training und etc. Aber deshalb konnte ich dann wiederfinden und habe neue Ziele gesetzt. Oder, und ich gehe eigentlich so immer viermal die Woche zum Training. Und wenn ich Zeit habe, dann trainiere ich lieber ein bisschen länger als jeden Tag. Und ich nehme mir dann halt einfach die Zeit und ich habe dann auch Lust darauf auf Training. Und wenn nicht, gehe ich Sonntag und am Wochenende oder gehe morgens und fühle mich dann halt auch immer viel energiegeladener und halt auch motivierter, weil ich habe, als ich das Studio übernommen habe, bin ich in so ein Loch gefallen. Da habe ich gemerkt, wie ich dann immer mehr, naja, ich will nicht sagen abbaue, aber trainingstechnisch halt abbaue, nicht gesundheitlich abbaue. Und das hat mir dann noch Motivation geraubt. Und dann habe ich wieder angefangen mit meinem eigenen Training und bin dann wieder jetzt da, wo ich vorher war, bin ich noch wieder ein bisschen besser. Und habe da auch richtig dann Lust drauf. Ich stehe dann manchmal ist das am Tag so, es gibt doch manchmal Tage, da stehe ich dann morgens auf und dann gucke ich schon auf den Wecker so, dann kann ich dann, dann gucke ich, stehe ich abends auf, oh, es ist um 4, dann schlafe ich nochmal weiter. Nachmittag um 4? Nein, früh. Ich will aber eigentlich ins Training gehen. Und habe da eigentlich, ja, es gibt doch manche, und dann gibt es mal Wochen, wo ich nur zweimal zum Training komme. Es gibt Wochen, da gehe ich dann viermal zum Training. Das ist dann ganz unterschiedlich. Manchmal funktioniert es dann einfach. Manchmal ist es dann halt so, dass du nur zweimal zum Training kommst, weil dann bist du den ganzen Tag mit Personal Training beschäftigt und merkst eigentlich so, ah, jetzt Training. Ich glaube, ja, ich bin motiviert, aber ich glaube, das tut mir jetzt nicht gut, nach so und so viel Personal Training, vielleicht zu trainieren, weil dann trainiere ich 1,5 Stunden und esse dann dafür lieber mal wie, ja, als Pers ich habe dann immer Probleme, überhaupt auf mein Essen zu kommen, so wirklich. Ich bin nämlich so eine Verbrennungsmaschine. Dann gehe ich lieber einen Tag später ins Training und dann oder gehe einmal weniger die Woche ins Training, aber merke, dass ich dann ausgeglichen bin und nicht noch nach weiß ich, wie viele Stunden Personal Training und Business machen, dann noch Training reinhaue. Die Tage gibt es natürlich auch. Dann ist es mal mehr, mal weniger und im Durchschnitt im Monat komme ich dann vielleicht immer auf dasselbe. Genau. Schreibst du Und deine Trainingspläne selbst? ja, also ich war vorher war anfangs bei Daniel Ebert war ich ja ganz lange im Coaching, und als ich dann sein Studio übernommen habe, habe ich dann auf eigene Faust mal geschafft, mein Training zu schreiben, weil das ja nicht immer leicht ist. Ich glaube viele, sehr, sehr viele schreiben ihr Training selber und wissen eigentlich und können sich gar nicht selber objektiv beurteilen, welche Richtung jetzt die richtige ist beim Training. Deshalb sollte eigentlich jeder irgendeinen Trainer haben. Um einfach nicht in seiner Bubble zu denken, um weiterzukommen. Aber bis jetzt manchmal schreibe ich mit der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, schreibe ich mein Training jetzt selber, probiere auch Sachen immer wieder neu aus, Trainingssysteme und etc., um dann auch wieder Erfahrungen an mir selber zu sammeln. Weil das kann ich auch dann nur weitergeben an Kunden. Und ja, dabei Spaß habe. Und wenn ich dann merke, irgendwann, ich brauche mal wieder jemanden, um den nächsten Schritt zu machen, dann habe ich auch keine Scheu davor, wieder selber auch ins
Coaching zu gehen, um einfach selber für mich persönlich auch weiterzukommen und nicht stehen zu bleiben, wenn ich merke, dass ich stehen bleibe. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Also ich habe auch immer mal auch Themen, sei es eine Supervision, wo ich dann sage, hey, das Thema komme ich nicht weiter, oder ein Klient, eine Klientin hat vielleicht ein Thema bei mir getriggert und dann möchte ich nachgehen. Ne? Man benutzt seine eigenen Tools so weit, bis man nicht mehr weiterkommt, und dann sucht man sich halt auch extern Unterstützung, was ja auch natürlich in unseren Berufen vollkommen legitim ist. Ich glaube, manche haben die immer von außen stehen fest, ja, der Coach, der Trainer, der Personal Trainer und. Wir sind ja voll im Reinen. Wir haben doch auch unsere. Wir sind auch Menschen. Ja Und von klar, ne? daher sehe ich das vollkommen ähnlich wie du, dass wir da einfach auch uns dann selbst auch Unterstützung holen, wenn wir mal einen neuen Input brauchen oder vielleicht mal einen Kopf ausschalten. Finde ich total schön, wenn ich ein Ja, Training genau. einfach nicht drüber nachdenke, was mache ich denn heute? Ah, ich habe einen fertigen Trainingsplan, ich habe meinen Ernährungsplan, bupp, ich habe das und das Ziel, da soll sich jemand anders drum kümmern. Genau, richtig, genau. Richtig, dann hast du der Kopf frei und dann ja, genau. Musst dich nicht noch mit deinem eigenen Training auseinandersetzen, was wahrscheinlich das Schwerste überhaupt ist. Ja. Ah. Ja. Daniel, wenn jetzt jemand so zuhört und sagt, ich möchte einen Blick über den Tellerrand wagen, ich möchte jemand, der mal drauf schaut, der auch meinen Darm im Hinterkopf hat, ne? Jetzt weißt du, da kommt die Frage, wie sieht denn dein Stuhl aus? Hast du jetzt, also jetzt schon, dich kannst du jetzt schon darauf vorbereiten, dass Daniel dich fragen wird, wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und wie schaut so eine Zusammenarbeit mit dir aus? Würde sowas auch online gehen oder hey, ich komme jetzt zum Beispiel aus Zürich, bin nach Leipzig, suche eine Übernachtungsmöglichkeit und verbringe zum Beispiel 3, 4 Tage direkt mit dir, um super einen Start ins Training zu bekommen. Wie sieht so eine Zusammenarbeit mit dir aus? Bei uns sieht eine Zusammenarbeit so aus, dass wir meistens auch mal ja erstmal ein Kennenlernen haben über Telefon oder also man kann sich einen Termin natürlich online auf meiner Seite reservieren und dann machen wir einen Call, um mal abzuchecken, überhaupt, ob ich dir überhaupt helfen kann mit deinem Problem, weil wenn du gleich zu mir ins Studio kommst und ich dann sage, das ist mehr da habe ich einen anderen, jemand anderen im Hinterkopf, der dir da vielleicht erstmal besser helfen kann, dann musstest du nicht extra bis zu mir fahren. Wenn das alles passt, dann kommen die Leute meistens ins Studio zum, ja, ich nenne es jetzt mal Erstgespräch oder Kennenlernen einfach, um mal auch mich kennenzulernen, auch mal das Studio kennenzulernen. Dann kann man den Kunden auch noch mal zeigen, was man so macht überhaupt. Es ist immer unterschiedlich. Ein Kunden kannst du erklären, was du machst und der hat es sofort verstanden oder etc. Und es gibt manche Kunden, die brauchen noch mal so einen Einblick quasi in das, was du machst. Und dann machen sie es meistens so. Also wir bieten dann 1:1 Training an bei uns. Also da kommen die Kunden dann anderthalb oder zweimal die Woche zu uns und werden quasi alleine von mir oder meiner Trainerin im ganzen Studio betreut, das ganze Studio für sich betreut, 1:1. Wir haben auch Semi-Private Training. Das sind dann feste Zeiten pro Woche, was ein bisschen preisgünstiger ist, wo dann ja, 2 bis 3, vielleicht auch 4 Leute gleichzeitig im Studio trainieren, aber kein Gruppentraining per se ist, weil wir stehen eigentlich für wir stehen für Individualität. Und das nennt sich dann, da sind dann mit Absicht nur 3 bis maximal vielleicht 4 Leute im Studio gleichzeitig, wo jeder seinen individuellen Plan trainiert und ein Trainer quasi, also ich oder meine Trainerin, die Silva, dann quasi die 4 Leute dann gleichzeitig begleitet. Und für Leute von außerhalb haben wir es, also online mache ich gar nichts so, also selten, sehr, sehr selten, weil ich eigentlich immer gerne den Menschen bei mir habe und auch um mir halt ein grobes Bild von der Person zu machen, weil die kommen ja meist auch mit Schmerzen und etc. Und ich möchte dann auch herausfinden, funktionieren, wenn ich dem, was sein Problem ist und möchte das auch ertasten. Und möchte auch testen, ob manche Übungen, die er dann auch für zu Hause zusätzlich mitkriegt, ob die auch greifen. Ich sage jetzt einfach mal, drückst in Muskel rein, Muskel verspannt, unter Spannung, jetzt machst du eine Übung. Ich sage jetzt mal, bei
10 Leuten mit Rückenschmerzen hilft, bei 8 Leuten mit Rückenschmerzen hilft die Übung, aber bei 2 Leuten hilft die nicht. Und ich mache diese Übung mit ihm und teste dann wieder, oder was, es gibt ja mehrere Möglichkeiten an Tests und teste dann wieder, ah, ist Muskel jetzt locker? Ja, nee, Muskel ist immer noch hart. Okay, dann war das jetzt die falsche Übung. Dann bringt dir die Übung nichts zu machen. Oder ich gebe dir jetzt eine Übung, hier, wir machen jetzt die und die Übung. Ach, guck mal, jetzt ist dein Gewebe alles schön. Jetzt hast du auch mehr Kraft, mehr Beweglichkeit. Das ist halt online schwer für mich zu testen. Oder vielleicht ist das auch von mir eine Blockade im Kopf, einfach weil ich es halt so gerne mache, am Menschen direkt zu sein. Und was wir für Leute, die auch von außerhalb kommen, anbieten, wenn ich manche Kunden habe, die aus Kassel, Stuttgart etc. oder Berlin kommen, dass wir quasi so eine Art Coaching haben, dass die quasi einmal dann kommen im Monat oder je nachdem. Und wir dann alles mit denen durchtesten, die neue Übungen durchgehen, dann den nächsten Plan auch durchgehen, den sie dann zu Hause oder bei sich zu Hause im Studio oder bei sich im Ort dann trainieren. Muss man aber auch halt immer gucken, ob das für die Person auch umsetzbar ist. Es gibt auch manche Personen, die brauchen eigentlich immer einen Trainer an der Hand, weil es sonst eigentlich für die nicht so umsetzbar ist. Muss man dann auch immer gucken, was denjenigen dann noch weiterbringt. Ja. Ja. Oder ob man dann Das nicht heißt, sagt, geh zu einem, ich kenne da jemanden in deinem Ort, vielleicht gehst du dann mal dahin. Das heißt also Kontaktaufnahme über die Homepage oder Social Media. Wie schaut das aus? Über Homepage, Social Media, gerne über Facebook oder Instagram, LinkedIn, E-Mail natürlich oder einfach anrufen oder einfach WhatsApp einfach anschreiben. Ganz einfach, einfach. Ganz einfach, einfach. Das heißt, ich verlinke euch das natürlich auch in die Shownotes. Das heißt, nehmt da gerne Kontakt mit Daniel auf. Ihr habt gehört, ne, seid ihr aus Kassel, Stuttgart, Berlin oder auch von weiter weg, gibt es da auch Lösungen. Was ich raushöre, ist, dass du eher am Menschen dran bist, was natürlich auch total sinnvoll ist, um Muskeltonus und Co. zu spüren. Das macht es halt über Zoom oder Webex oder ähnliches online ein bisschen schwierig mit Touchy-Touchy über die Kamera. Deshalb nehmt da sehr, sehr gerne mit Daniel Kontakt auf und bestellt liebe Grüße von Carsten. Und dann weiß er nämlich, ey, da war was mit dem Podcast. Und dann wird Daniel euch bestmöglich weiterhelfen. Genau. Und ja, weil wir ja über Business und Personal Training werden auch geredet haben, wenn jemand da auch mal einen Rat braucht oder Inspiration braucht, kann der sich auch mal gerne melden und vorbeikommen. Und auch mal mit mir ein Reishi trinken, ganz chillig, und mal sich Inspiration holen oder fragen, mal vielleicht eine andere Sichtweise außer Bubble zu bekommen. Ja. Weil meist kennt man ja nur seine Bubble und kann man auch gerne mal vorbeikommen. Einfach, oder sich mal, ne, nicht einfach so vorbeikommen, aber sich mal, Vorher mich gerne anrufen. schreiben und dann mal vorbeikommen. Okay. Schaut in die Shownotes, klickt euch durch, schaut auch bei Daniel bei Instagram vorbei, abonnieren, euren Liebsten schicken. Ja, du kennst vielleicht jemanden aus deiner Umgebung, aus dem Bekanntenkreis, deine Liebsten, die vielleicht Schmerzen haben oder ein Thema. Und sind vielleicht sogar hier aus der Hood, irgendwo aus der Ecke von Leipzig, dann gerne Daniel empfehlen, weil ich kenne das Studio. Wir haben uns auch schon gesehen. Von daher wirklich eine absolute Herzensempfehlung. Es gibt tolle Menschen, die euch weiterhelfen können und Daniel ist definitiv einer von diesen. Daniel, ich danke dir vielmals für deine Zeit, Ich habe zu danken. fürs erste Interview Ja. mit Gravur geleistet. Top. Jetzt bin ich heiß. Jetzt, zack, nächste Woche geht der Podcast von Daniel Scheibe online. Also, wir hören uns bald wieder. Abonnieren, gerne bei Spotify, iTunes bewerten den Podcast und dann auch mal in die alten Folgen reinschauen, reinhören. In verschiedenen Fach- und Lebensbereichen haben wir da reingeschaut und schauen dann mal wieder weiter. In dem Sinne, Daniel, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis bald. Ciao. Tschüssi, gesunde Grüße. Ciao. Ciao, ciao.